Manchmal dauert es ein bisschen länger. 1992 wurde in Linz eine 19-jährige Kellnerin ermordet. Heute früh wurde in Slowenien ein Tatverdächtiger festgenommen. Dort wartet der mutmaßliche Mörder nun auf seine Auslieferung, aber auch die könnte dauern. Und wieder einmal war Kommissar Diana offenbar erfolgreich. Eine alte Spur vom Tatort, von der Kleidung des Opfers, konnte erst heuer zugeordnet werden, einem 44 Jahre alten Kroaten, und das eindeutig. Der Mann soll eine 19-jährige Kellnerin in einem Spielsalon in Linz umgebracht haben. Mit einer abgebrochenen Flasche soll er ihr die Kehle durchschnitten haben. Vor 20 Jahren wurde zuerst ein Sexualverbrechen vermutet, später über einen Racheakt spekuliert oder über einen Raubmord. Immerhin haben 3.150 Schilling, also 229 Euro, aus der Tageslosung gefehlt. Der Verdächtige soll nun zu all dem befragt werden. Wir haben noch keine Informationen darüber, was er zu der Sache sagt. Das wird sich im Laufe der nächsten Tage herausstellen. Ob der Mann nach Österreich ausgeliefert wird, wird sich ebenfalls herausstellen. Das entscheidet nämlich ein Bezirksgericht in Slowenien innerhalb der nächsten 30 Tage.